Ich wurde gerade darauf aufmerksam gemacht, dass wir heute tatsächlich nicht beabsichtigt direkt gegenüber vom Zentrum für Islamische Theologie uns versammelt haben in Berlin. Und von daher glaube ich auch sozusagen wichtiges Zeichen, was du nochmal unterstrichen hast, eben welcher Islam gehört zu Deutschland. Und ich will nochmal betonen, diese Frage, die müssen wir uns nicht vor allem stellen wegen der Nichtmuslime in unserem Land, sondern die müssen wir uns vor allem stellen wegen den Muslimen und Muslimen in unserem Land, die gerade auch teilweise in Geiselhaft genommen werden, weil eine kleine, sehr laute, radikale Gruppe, auf Deutsch gesagt, Scheiße baut und sich nicht identifizieren kann mit den Werten in unserem Land. Und auch denen sind wir schuldig, dass wir so klug sind, da eine Differenzierung vorzunehmen, wie Johannes das auch gerade gemacht hat. Ich freue mich, die nächste Rednerin begrüßen zu dürfen, Frau Susanna Kahlefeld, Mitglied des Abgeordnetenhauses. Schön, dass Sie heute da sind aus der Fraktion der Grünen. Also als Radfahrerin bin ich jetzt trotzdem so steif gefroren, dass ich kaum hier hochgekommen bin. Vielen Dank, dass ich eingeladen bin. Ich spreche ja vor allen Dingen vor Studentinnen und Studenten. Und ich muss sagen, dass ich in der letzten Zeit vor allen Dingen die Berichte über antisemitische Aktionen an den Universitäten mit großem Schrecken wahrgenommen habe. Also die wissen die Symbolik hinein, rote Hände, dann zu behaupten, das sei irgendwas Ethnologisches, also es ist an Zynismus nicht zu überbieten, ihnen Angst machen sollte und ihnen das Gefühl geben sollte, dass sie an die Universitäten nicht dazugehören. Die UdK, das ist wirklich ein Abgrund, muss man sagen. Ich erfahre das auch von Studentinnen und Studenten, die sich direkt an mich wenden. Aber auch an der HU haben wir Probleme. Und ich hatte vorhin im Vorfeld so ein bisschen gefragt, wie es hier an der Charité ist. Es ist gut, dass sie sich da zusammenschließen und sich gegenseitig stärken. Es ist aber vor allen Dingen für mich ein Zeichen dafür, dass unsere Annahme, dass der Antisemitismus etwas in Schmuddelecken ist, absolut nicht richtig ist. Es ist eine ganz dünne zivilisatorische Schicht offensichtlich in diesem Land über einem Antisemitismus, der sofort aufbricht, wenn man ihm die Möglichkeit gibt. Und es wird immer wieder gesagt, dass man doch Israel kritisieren können muss und dass es um Meinungsfreiheit geht. Das ist eine Sache, die vor allen Dingen in der Kulturszene im Moment ganz offen und massiv diskutiert wird. Also gerade im Feuilleton tobt sich gerade der Antisemitismus aus. Und wir haben das gehört, dass viele Theater, dass viele Künstler sich nicht geäußert haben zu dem Hamas-Terror. Und das wurde ja schon gesagt, natürlich kann man Israel kritisieren. Und man sieht es in Israel ja selber, dass die Israelis, dass die Juden das tun. Aber das, was im Moment passiert, ist, dass der Terror der Hamas an die Hochschulen getragen wird. Und absurderweise ja dort nicht mal von Palästinensern, sondern von Leuten, die stellvertretend für Palästinenser den Terror der Hamas an die Hochschulen und an die Universitäten tragen. Für mein Gefühl ist es so, ich habe, bevor ich losgefahren bin, wirklich buchstäblich eine Stunde vorher erfahren, dass im Südblock, das ist so eine tolle schwule Kneipe am Kotti, dass da das Chanukka der schwulen Jüdinnen und Juden nicht stattfinden kann, weil der Südblock Angst hat, Veranstaltungen zusammen mit Jüdinnen und Juden zu machen. Ich bekomme im Moment alle paar Tage Nachrichten, wo wieder aus Antisemitismus Veranstaltungen mit Jüdinnen und Juden abgesagt werden. Und ich habe den Eindruck, dass der Terrorangriff der Hamas für uns hier in Deutschland bedeutet, dass es einen Dammbruch gibt, dass die Leute sich nicht mehr schämen, antisemitisch zu sein, sondern dass sie unter dem Deckmantel der Sympathie mit den Palästinensern rauslassen, was sie sowieso schon gedacht haben. Anders kann ich mir diese Vehemenz und diese Kraft, die da gerade in vielen Szenen, queere Szene, Kulturszene ausbricht, kann ich mir nicht anders erklären. Als letztes noch, weil ich hier im Landtag bin, also im Abgeordnetenhaus. Es ist ganz klar, hier in Berlin und von Berlin aus werden wir den Nahostkonflikt nicht lösen, egal welche Lösungsvorstellungen die Einzelnen da haben mögen. Aber es ist enorm wichtig und deswegen ist es gut, dass Sie hier sind, dass wir dafür sorgen, dass wir hier
einigermaßen zusammenleben können, dass wir es nicht zulassen, dass Sympathisantinnen mit der Hamas und selbsternannte Unterstützerinnen von Palästinenserinnen hier unser Zusammenleben auf eine derart brutale Weise zerstören und beeinträchtigen, wie ich es gerade beschrieben habe. Die Jüdinnen und Juden müssen hier sicher sein, nicht nur aus unserer Geschichte heraus, sondern auch, weil das zur Pluralität Deutschlands gehört. Es darf nicht eine laute Gruppe andere Gruppen so unterdrücken und so marginalisieren und vor allen Dingen so in Angst und Schrecken versetzen und mit dem Leben bedrohen, wie das im Moment stattfindet. Die Terrormethoden der selbsternannten Palästina-Unterstützer haben in Deutschland keinen Platz.